Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum zur zweiten Folge der regenerativen Energieform. Mein Name ist Pauline Diebenbusch und unser Gast ist Harald Vorbruck. Und wir haben uns ja bereits am Ende des letzten Videos schon diese Übersicht hier angeguckt. Und heute beschäftigen wir uns mit der sehr vielfältigen Nutzung der Windenergie. So, also unser heutiges Thema ist ja die Windkraft. Und soweit ich weiß, wird die ja schon seit Jahrtausenden von den Menschen benutzt, oder? Ja, das ist richtig. Und zwar hat man die für Getreidemühlen verwendet, wie aber auch für Wasserpumpen. Das ist ja Wahnsinn. Aber ja auch die Schifffahrt nutzt ja die Windenergie als Hauptenergiequelle und das ja schon von Anfang an. Und da können wir ja auch hier im Museum, haben wir ja einige historische Exemplare in der Schifffahrtsabteilung, die das sehr deutlich machen. Und auch wenn man es nicht glauben mag, aber auch Flugzeuge nutzen die Windenergie. Zum Beispiel ein Flug von USA nach Europa. Da ist die Flugzeit wesentlich kürzer als auf dem Hinweg. Das ist richtig. Hier können wir wunderbar die vielfältige Nutzung der Windenergie hier sehen. Ja. Seit den 90er Jahren ist der Ausbau der Windkraftanlagen stetig gestiegen. Und wir unterscheiden hierbei in Onshore-Anlagen, das sind die, die auf dem Land stehen, und die Offshore-Anlagen, das sind die, die auf dem, also im Meer, aber auf Festlandsockeln errichtet sind. Das ist richtig. Und bei den Offshore-Anlagen ist es so, dass man hier installierte Leistung von 2000 bis 8000 Kilowatt hat. Wenn man jetzt das alles mal zusammenrechnet, was 2019 an Energie erzeugt wurde, hier vor der deutschen Küste, dann waren das 24 Milliarden Kilowattstunden. Das ist eine erhebliche Leistung, wobei hier eine politische Herausforderung kommt, und zwar, wie bringe ich die Energie, die dort erzeugt wurde, zu dem einzelnen Verbraucher? Und da ist es so, dass es nicht einfach ist, hier diese Stromtrassen überirdisch wie unterirdisch zu machen. Denn es gibt immer verschiedene Standpunkte, warum es nicht sein soll. Ja. Und auch bei den Onshore-Anlagen ist der Ausbau ja sehr schwierig, weil die sehr viele, vor allem hier in Bayern, sehr viele Kriterien erfüllen müssen, um überhaupt errichtet werden zu dürfen. Zum Beispiel ist ja auch wichtig der minimale Abstand zu bewohnten Häusern. Das ist richtig und das können wir hier an diesem Modell wunderbar nachvollziehen. Hier sind verschiedene mögliche Standorte dargestellt und jetzt ist die Frage an dich oder die Herausforderung, welcher Standort ist der geeignetste? Also diese drei würde ich schon mal ausschließen, da in Ortsnähe ja keine Windkraftanlagen errichtet werden dürfen. Ich würde jetzt fast zu diesem hier tendieren und würde sagen, das wäre jetzt so der optimale Standort. Da hast du recht. Zum einen haben wir hier den Minimalabstand zu den bewohnten Häusern eingehalten und zum anderen, und das ist wichtig, haben wir auch die optimale Windenergienutzung, weil es oben auf dem Berg ist und dadurch können wir das wunderbar nutzen. Lass uns aber jetzt zur Technik der Windkraftanlagen übergehen und da hinten uns diese verschiedenen Modelle mal anschauen. Also es gibt ganz unterschiedliche Windradtechniken. Die bevorzugte und häufigste Konstruktionsform ist diese hier. Das Windrad mit drei Rotorblättern, wahrscheinlich auch das die meisten schon mal gesehen haben. Dieses hier findet man eher im Gebirge. Dort drehen die Rotoren sich um die vertikale Achse. Und der Vorteil ist, dass der Generator hier auf der Erde installiert wird. Hier, das ist richtig, das ist die Windkraftanlage, die man am meisten sehen kann. Und zwar sind diese Rotorblätter nach aerodynamischen Gesichtspunkten designt worden und haben ein Aussehen ähnlich wie Flugzeugflügel, was man hier sehen kann. Das heißt, hier gibt es eine Druckdifferenz zwischen Ober- und Unterseite und die bewirkt, dass sich die Rotorblätter drehen müssen. Das Besondere bei den Windanlagen ist das, dass die natürlich zusätzlich auch eine Sicherheitsvorkehrung haben. Das heißt, wenn es zu viel Wind gibt, dann wird die Windkraftanlage aus dem Wind gedreht. Wir möchten jetzt uns im Detail so eine Windkraftanlage anschauen. Hier sehen wir jetzt einen Aufriss einer typischen Windkraftanlage. Die besteht hier natürlich vom Fundament. Dann haben wir den Turm und auf der Spitze des Turmes ist die Gondel. In der Gondel selber haben wir die Antriebswelle mit dem Getriebe, dem Generator und vorne hier Naben, die die Rotorblätter aufnehmen. Wenn die Rotorblätter gedreht werden, dann wird hier der Strom im Generator erzeugt, der dann hier über diese Leitung dann runter geleitet wird. Das heißt, hier haben wir einen schönen Überblick bekommen, wie so eine typische Windkraftanlage ausschaut.
Ja, und das war es auch für heute schon wieder. Wir haben versucht, Ihnen einen kleinen Einblick in die vielfältige Nutzung der Windenergie zu gewähren. Und ja, wenn Sie noch Fragen dazu haben, können Sie die natürlich gerne in den Kommentaren unter diesem Video stellen. Und ja, sonst freuen wir uns natürlich, wenn wir Sie auch bei unserem letzten Teil der regenerativen Energieform begrüßen dürfen. Und bis dahin machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig.